Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Evil Within 2. Das letzte Mal haben wir angefangen, beziehungsweise ich habe ein bisschen probiert, einen weiteren Leichenschrankschlüssel zu holen durch die Schießaufgaben hier, die wir da vor uns sehen. Also hier so, hier Schießstand. Und wie das Ganze ausgegangen ist, also meinen besten Versuch, seht ihr jetzt. Nichts verlernt. Ja, war nicht schlecht, denke ich mal, oder? Und auch ein paar lustige kleine Sachen, die uns wieder Tatjana an den... Tatjana? Keine Ahnung. Die alte Krankenhausschwester auf jeden Fall zugerufen hat. Was genau? Zum Beispiel folgendes... Das ist wirklich beeindruckend, Detective. Ja, ganz schön witzig, würde ich sagen. Wie kann ich Ihnen helfen, Detective? Nur mal zeigen, dass das noch nicht alles war beim letzten Mal, was sie so sagen kann. So, und jetzt würde ich sagen, wir haben einen weiteren Schlüssel. Bald sind wir wieder symmetrisch. Oh, Harpunenbolzen. Ja, komm, nehmen wir. Ist ja kein Problem. Gel haben wir aber nicht allzu viel, soweit ich... Es ist nicht falsch, vorsichtig zu sein. Ja. Aber Sie können sich nicht ewig verstecken. Vielleicht sollten Sie über ein paar Kampffertigkeiten nachdenken. Irgendwas wollte ich unbedingt haben, weil das gut war. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, was so ultra geil war. Hier genau. Das wollte ich. Diesen Upgrade-Pfad wollte ich gehen. Haben wir noch ein rotes Gel und jetzt könnten wir vielleicht mit den Nahkampfangriffen sogar die Messeralten direkt down machen. Hoffentlich. Wir werden es sehen, weil wir begeben uns sofort wieder nach Union. Bezüglich Verbessern, ich glaube wirklich sinnvoll können wir hier nichts machen. Inzwischen kostet alles einfach viel zu viel. Das könnten wir aber ein bisschen... Magazingröße, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Hier, wir könnten Feuerrate ein bisschen verbessern. Das auch. Dann haben wir auch ein bisschen was wieder verbessert. Immer so kleiner Fortschritt. Hier dir haben wir nicht. Eine Sache, die ich schauen wollte, ich weiß, ich habe gesagt, ich wollte wieder nach Union. Aber hier drinnen... Wollte ich nochmal schauen, ob hier noch irgendwas zu Hoffman neu ist. Oder zu Sykes, weil die haben wir ja getroffen. Weil wir wissen ja, hier Harrison und Baker sind tot, aber die anderen haben wir inzwischen alle getroffen. Gibt's dazu jetzt noch mehr Infos? Nö, gibt's hiervon zumindest nicht, von Sykes. Er ist der Programmierer. Hm. Okay. Aber mal. Ah! Wirf mal einen Blick auf die Sachen, die ich über deinen Mann rausfinden konnte. Stefano Valentini, Künstler. Ja, das ist er ganz bestimmt. Ziemlicher Großkotz, der Kerl. Hatte wohl nie den Erfolg, den er sich erträumt hat. Klingt vertraut. Ich kenne noch so einen erfolglosen Großkotz von Künstler. Hat den Zweiten Weltkrieg angefangen. Der hier ist hoffentlich nicht ganz so schlimm. Selbst wenn nicht, wir müssen ihn trotzdem aufhalten. Okay. Ah, hier sind jetzt aber Infos. Ah.
Mobius-Profil. STEM-Kandidat Stefano Valentini. Union braucht für die Simulation eines realen wirkenden Szenarios kreative Persönlichkeiten. Obwohl Kandidat Nummer 145 leicht egozentrische Neigungen aufweist, können sie eher seiner künstlerischen Tätigkeiten zugeschrieben werden als einer psychischen Störung. Haha, haha. Die Überprüfung seines Hintergrunds hat ergeben, dass es keine lebenden Angehörigen gibt, die wegen seines Verschwindens Bedenken haben könnten. Das Einstellungsgremium empfiehlt Kandidat für die Aufnahme in den STEM. Ja, der Anfang vom Ende. Wobei, wir wissen ja noch nicht, ob er tatsächlich derjenige war, der Lilly entführt hat. Lilly ist vor ihm weggelaufen, aber das muss ja noch nicht viel heißen. Okay, Daten, ja. Okay. Beruf Künstler finde ich übrigens auch ganz gut. Künstler ist nicht wirklich ein Beruf. Das ist ein Überbegriff. Ja, aber ist das Kunst von Susan Fee? Okay, wer das lesen möchte, ich habe das Gefühl, wer das lesen möchte, kann es tun. Aber so die prinzipiellen Sachen wissen wir ja schon über ihn. Ich werde es vielleicht nochmal... okay, ja. Wer das lesen möchte, kann es gerne tun, sonst ist hier nichts. Ich wollte eigentlich hier nur kurz reinschauen, um eventuell... Aber man wird hier so schnell abgelenkt. Wir haben uns das Dia angeschaut. Ja, dann würde ich sagen, geht's weiter. Ich glaube, wir kommen in der Post-Plus-Filiale raus, oder... Nee, bei Sykes, okay. Hat der inzwischen was Neues? Ich schätze zwar nicht, aber Fragen kostet nichts. Außer ein paar Sekunden Zeit. Sonst müssen wir, keine Ahnung, wir trinken einfach mal Kaffee. Und heute werden wir uns auf den Weg begeben zum Theater, wo wir ja schon uns nicht in die Nähe getraut haben bis dato. Ich wollte sagen, da waren wir schon, aber wir waren ja noch nicht einmal in der Nähe. Ich habe es ja bis jetzt immer relativ geschickt, möchte ich sagen, ausgespart. Jetzt werden wir allerdings dem Weg folgen, hier entlang. Ich bin gespannt, ob es... Achso, Moment. Wir haben gerade nur unsere Hand als Waffe, ist nicht so gut. Was ich sagen wollte, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Gedächtnis wie eine Fliege. Okay, hier kommen wir inzwischen. Alter, diese Geräusche von dem Auge oder von dieser ganzen Konstruktion sind irgendwie richtig gruselig. Oh, was ist das? Alter, was? Okay. Okay, also in die Nähe von dem Ding zu gehen ist überhaupt mal keine gute Idee. The fuck? Das hat mir einfach eine gewischt. Ah! Auf das hier, auf das John's Coffee, da sind wir auch noch nicht hingegangen. Da ging ja eine Leiter aufs Dach, wo wir nicht hingegangen sind bis dato. Und außerdem geht es hier vielleicht rein. Das heißt, das müssen wir auch noch machen. Okay, erstmal ist das aber mein Kraut. Auch wir haben 54 Kräuter. 54 Kräuter. Was? Ich kann damit was draufhauen. Oh! Das ist ja geil. Moment, aber irgendwo habe ich dieses Teil schon mal gesehen, außer hier. Ist jetzt aus? Schade. Okay. Wobei, alle guten Dinge sind drei. Nee. Cool. Irgendwo habe ich das schon mal gesehen. Ich weiß nur nicht mehr wo, sonst würde ich jetzt dorthin gehen und da auch draufhauen, weil das war schon... Vielleicht gibt es auch geileren Stuff als das. Oh ne, hier sind wieder... Immer so Leichenberge heißt, dass das Vieh kommt. Zumindest möglicherweise. Warum geben eigentlich intakte Menschen diesen grünen Schleim ab? Keine Ahnung. Aber hier ist wieder eine Kiste, die wir durch die Nebenmission aufgemacht haben. Finde ich gut, dass wieder online hat was gebracht. Und es war jetzt auch nicht so ultra schwer. Ah, ich kann hier runterklettern. Ohne Schaden. Geil. Okay, wir sind quasi da. So, genau. Hier sind wir. Oh, hier sind die Pictures.
Die Bilder, die wir angeschaut haben. Hä? Hat das doch irgendwie einen Sinn? Was zum Teufel soll das hier? Verdammt! Lilly ist da drin. Meiner wunderschönen Obscura nicht gewürdigt. Vielleicht gefällt Ihnen das hier mehr. Hören Sie. Nein! Hilft mir da niemand? Mein bislang größtes Werk steht bevor. Aber Sie sind es nicht wert, es zu bestaunen. Nicht bevor Sie lernen, meine Kunst zu respektieren. Hören Sie sich Ihre Schreie an. Die Echos meines Werks. Kunst respektieren, was? Es wird Zeit, Hoffmanns Theorie zu testen. Stephanos Kunst? Kapitel 7, ein Auge für Kunst. Okay. Oh! Oh, das sind jetzt hier, wo Kunstwerke zu suchen und diese zu zerstören. Jetzt können wir endlich mit den Bildern was machen. Das ist ja nice. Ich hoffe, jetzt bleibt ja auch alles tot. Ich habe zwar das Gefühl, eher nicht, aber... Vielleicht. Was es mit diesen Dingern auf sich hat, würde ich auch gern wissen. Sind die nur Deko oder werden die auch nochmal was zu tun haben? Keine Ahnung. Ich sollte übrigens erstmal hier meinen Marker setzen. Ich würde sagen, erstmal gehen wir hier lang, weil da haben wir auch das erste Mal ein Kunstwerk gefunden. Ich habe mir doch... Ich meine, die waren so schön mit Scheinwerferlicht ausgeleuchtet, dass... Also, dass da nichts kam, das wäre irgendwie sau seltsam gewesen. Ja, genau. Devil's Own Taproom. Genau, also hier diese komische Bar-Restaurant-Zeugsding hier. Devil's Own Taproom, genau. Und wir sind quasi da. Genau. Und jetzt gibt's hier auch garantiert irgendwas. Irgendwas, was gruselig ist. Hier haben wir eine Flasche, aber ich glaube, wir haben schon volle Flaschen. Gut. Okay. Das ist also seine Kunst? Das ist nur ein Foto. Ein bisschen was. Also, wenn das ein Foto ist, dann möchte ich nicht dort gewesen sein, wo das Foto gemacht wurde. Dann wollen wir mal loslegen. Wir brauchen dafür einen Schlüssel. Oh, Scheiße. Mist. Abgeschlossen. Ich muss einen Schlüssel finden. Oh, nee. Was kommt jetzt hier wieder? Was ist das da? Okay. Nicht wahr? Du wirst Kunst. Du wirst Teil meiner Obscura. Holy shit! Fleisch. Stabiler als Ton, weicher als Marmor, wirklich das perfekte Medium. Ach, so kann ich mich nicht konzentrieren. Eine Skulptur braucht keine. Alter! Okay, das ist wirklich nicht schön, was der da gemacht hat, was auch immer es war. Das Auge, aber nicht das Illuminati-Auge, sondern hier scheinbar das
obskure Auge. Gibt's hier noch irgendwas anderes? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass irgendwas ganz Schlimmes passieren wird, wenn ich den Schlüssel hier aufnehme. Alter, sogar so aus der Distanz schaut das noch gruseliger aus. Okay. Hä? Okay, wo ist das zweite Vieh? Ah, verdammt, ich weiß nicht, ob die das sehen, wenn ich die Taschenlampe anhab. Um die Ecke! Ah, diese Perks zahlen sich, ich weiß nicht, ob inzwischen oder ob ich jetzt einfach halt längere Zeit unnötigerweise nicht davon Gebrauch gemacht habe. Hoho. Nein, 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 nein. Komm ruhig daher. Nein, nein, hier, Flasche. Flasche. Genau. Nein, nein! Okay. Ich dachte gerade schon, das geht nicht. Hm. Das ist okay. Boah. Damit bin ich zufrieden. Absolut. Jetzt sammle ich hier noch den ganzen Glibber ein. Und dann... Ah, das wird jetzt wahrscheinlich nicht das Einzige gewesen sein. Haben wir eine Axt? Wirklich? Ja, wir haben eine Axt. Okay. Haben wir nicht vorher keine Axt gehabt? Egal. Vielleicht, ich glaube, ich verwirre mich jetzt gerade mehr selber. Hier schon wieder so... Nein! Neulich habe ich das... Also neulich, vor, glaube ich, 20 Folgen oder 15 Folgen, habe ich das auch verpasst. Aber da hat es besser funktioniert. Oh, scheiße. War es das jetzt? Bitte sag, es war es jetzt. Lass mich hier einfach rein und dann nicht noch irgendwo... Ich wette, ich muss das Ding bekämpfen, oder? Haha. Ja, ja, kleiner Schlüssel. Beim anderen ist wahrscheinlich der große Schlüssel. Da ist es ja. Ah, ah, da, da, da! Ah, aber wieder! Lisa Crane. Oh shit, oh shit, oh shit. Nein, 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 nein. Oh Gott. Ah, jetzt so, oder? Komm, ich möchte... Kann ich das treffen? Okay, Hoffmann. Hoffentlich hatten Sie recht mit dem Zerstören. Okay, ich kann hier lang. Oh, damn it. James Bond-artig. Okay, ich kann hinter das... Nein, ich kann das nicht von hinten zerstören. Doch, kann ich. Los geht's. Oh,
Okay. Stark dieses Freaks zu zerstören war Balsam für die Seele. So, jetzt fehlt nur noch eins. Hau bitte, Saki, sind noch. Oh nein, jetzt wird hier die Jukebox an sein und wir werden die Kältealte wiedersehen, oder? Bitte nicht. Lass mich einfach hier raus. Lass mich einfach hier raus. Danke. Ist irgendwas böse auf mich? Gerade nicht. Finde ich gut. Okay. Ich weiß nicht, ob Rennen ganz so gut ist, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass... A, es wäre nice, wenn wir das in der einen Folge hinkriegen würde, die beiden Bilder zu zerstören. Ich schätze mal, das zweite wird relativ ähnlich vom Ablauf sein. Und außerdem... Ja. Okay, da waren wir ja schon. Okay. Dann hier das Hotel Sanctuary. Wo wir ja auch schon waren. Ah, waren nicht hier die Getränkedinger? Ja, hier waren die Getränkedinger. Hahaha. Gut, dass ich das am Anfang der Folge noch herausgekriegt habe. Sonst... Oh, hätte ich mir eine Sicherung entgehen lassen. Bitte greif mich nicht. Okay, eine Sicherung auf die Zombie-Hand hätte ich verzichten können. 300 Gel, immerhin. Okay, aber sonst nichts. Alles klar. Boah, hätte ich auf eine Sicherung und ein bisschen Gel verzichten müssen. Boah, das kann man schon mal machen. Ich frage... War das gerade? Nee, es hat nicht die Welt in dem Gemälde mit dem Haus, wo es drinnen war, zu tun gehabt. Also schätze ich mal, wird das jetzt auch nicht sein. Okay. Aber das gerade war geil, das Gemälde zerstören. Durchaus. Bringen wir es zu Ende. Ich find's cool, wie Sebastian jetzt schon so abgeklärt nicht einmal mit dem Messer will, sondern einfach, wir gehen da jetzt rein in das Bild. Also, wir gehen rein in das Bild. Also, wenn du das in Wirklichkeit sagst... dann weist man dich in die Anstalt ein und ich glaube, das kann man mit mir auch bald. Oh, fuck. Nein, sag jetzt nicht, ich muss an dem Vieh vorbeischleichen. Ich muss garantiert an dem Vieh vorbeischleichen, oder? Alter, da steht es einfach. Du schon wieder. Oh, fuck. Scheiße. Da ist es. Ich habe keine Ahnung, ob es mich gerade jagt oder was los ist. Okay. Das dürfte mich näher an das Kunstwerk bringen. Mist. Ich sollte vorbeischleichen. Dazu würde ich gerne wissen, wo es ist. Okay, erster Schritt. Ich muss schauen, ob ich die Kopfhörer richtig um auf habe. Dann kann ich vielleicht irgendwas machen. Wo geht es lang? Das Vieh ist richtig hardcore gruselig. Ich glaube, es ist aber nicht dasselbe, was uns in
der Assignment schon gestört hat. Oh nein, bitte komm nicht hierher. Bitte geh da. Alter. Nein, nein, nein. Okay, ich bin am Sack. Okay. Wenn ich jetzt das Geräusch höre, laufe ich. Lass mich hier durch. Okay, komm jetzt nicht verscheißen. Danke. Oh, das ist hinter mir zu. Geschafft. Hoffentlich war's das erstmal mit diesen Dingern. Ja, vor allen Dingen mit dem Ding, weil das ist ja richtig hardcore. Okay, sorry, ich hab da jetzt ein bisschen verschissen, also. Aber, naja. Es hat funktioniert. Und wer bist du? Naja, wieder dasselbe, oder? Ja. Aber das ist bei weitem nicht so schlimm, wie wenn da jetzt 100 von den Viechern stehen würden. Du bist Mariah Crane. Okay. Hieß nicht die aus Psycho so? Mariah Crane? Nee, die hieß nicht Mariah. Aber Crane mit Nachnamen, glaube ich. Keine Ahnung, okay. Das war easy. Ja. Nein! Wo? Ah. Oh, shit. Hier rein, oder? Ja. Okay. Du Drecksteil. Nein, auch! Nein! Nein, 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 nein. Wo? Nein, 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 nein. Nein! Wo habe ich mich denn jetzt elektrisiert? Gott, das ist nicht einfach zu sehen. Scheibenkleister, dieser komische Justitia-Verschnitt ist auf jeden Fall gruseliger als das andere, obwohl ich schon weiß, was ich hier in etwa zu tun habe. Und es ist ja auch nicht häufig, dass wenn man weiß, was man zu tun hat, schon man dann erst recht fällt. Moment. Ah, Moment, wir sind hier drin, das heißt, es war ein Speicherpunkt. Vielleicht sollte ich wieder hier rechts rumgehen, wobei... Nein, 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 es ist nicht gut. Vielleicht sollte ich... nein. Vielleicht sollte ich irgendwie was... hier, so ein Medikit. Das ist hier deutlich schwerer... ...als eigentlich so ziemlich alles bisher. Okay, hier kann ich mich aber hinstellen. Okay, dann schauen wir mal. Nee. Na gut, vielleicht... Nee, hier ist aber auch so. Nee, dann ist... Nee, es gibt aber nur diesen einen Eingang, nicht, der nicht voll durchelektrisiert ist. Ah, Moment, so. Und hier rein und jetzt von hier, oder? Nein! Komm! Ja! Okay. Ich glaube, du solltest hinsprinten und die Zerstören-Taste spammen. Oh, und es funktioniert. Und jetzt können wir auch da endlich rein. Also, wenn der Stacheldraht noch weggeht. Genau. So. Beide zerstört. Das dürfte funktioniert haben. Zurück zum Theater. Mal sehen, ob ich reinkomme. Es hat doch so ein bisschen die Properties von dem Haus, wo wir waren, gehabt gerade. Es war auch gerade eine Treppe nach unten und unten so ein bisschen verwinkelt wie hier. Wenn jetzt da unten wieder die Obscura steht, dann... Nee, dann ehrlich. Dann... Nee, nee, nee. Tut's Gott sei Dank nicht. Aber ganz ehrlich, hier diese... großen Räume, wo nix ist, außer... Ach, scheiße, wir hätten eine Spritze verwenden. Wir können gleich wieder eine Spritze verwenden. Und wir können... Ja, wir gehen wieder zu Sykes speichern am Ende dieser Episode. Weil ich hätte jetzt ganz gerne ein Käffchen. Und außerdem... Naja. Eigentlich hauptsächlich ein Speicherpunkt.
Wobei, naja. Allein schon wegen dem Café werde ich aber trotzdem hingehen. Dieser Platz wird für mich lange Zeit noch schlechte Erinnerungen haben, weil ich bin hier dreimal verreckt. Das ist nicht schön. Aber wir können aber hier lang außerdem gehen, hier rechts lang. Das ist ein Alternativweg zum Theater. Aber das werden wir dann erst beim nächsten Mal machen, weil das geht gerade richtig gut. Ah, scheiße, hier ist die Kaffeemaschine noch nicht aufgeladen. Ja gut, aber ich habe jetzt sowieso ein bisschen Zeit. Das heißt, ich werde jetzt hier speichern, dann auf die Kaffeemaschine warten. Und wir sehen uns dann mit dem Ganzen beim nächsten Mal wieder bei Let's Play. Moment, 5 Stunden, 2 Stunden. Hier, so. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Let's Play The Evil Within 2. Und bis dahin sage ich Tschüss, Leute.